Moin und herzlich willkommen wieder bei Unity of Command 2 Kurs DLC Sowjets. Die, ich glaube, vorletzte Mission, Rivitschri. Die Steppenfront, jetzt zweite ukrainische, unter General Konev, hatte bei der Überquerung des Dnepr den meisten Erfolg und scheint perfekt positioniert zu sein, vom rechten Ufer tief in das Land vorzudringen, wobei dieser Ort als Logistikzentrum eine würdige Belohnung darstellt. Doch monatelange Kämpfe und hunderte Kilometer zurückeroberter Boden haben ihren Preis, während Schlamm und die sich verstärkenden Deutschen diese gefährliche Situation in eine Katastrophe münden könnten. Ja, eine Front, die zweite ukrainische, wie gesagt, die wurden umbenannt vor kurzem, also historisch vor kurzem umbenannt. Aber die hat ja ganz nett Sachen und dann schauen wir mal rein. Das ist auch wieder so eine Mission, wo man einfach durchrennen kann, im Prinzip wie in der letzten. Und das Bonusziel interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich. Wir sollen die Deutschen weiter nach Westen treiben. Das Hauptziel ist der Ausbruch aus dem Brückenkopf südöstlich von Kremetschunk und der Vorstoß nach Krivijeri. Der Fluss dieser Stadt wird dabei helfen, die Verteidigungsstellung des Feindes in der Gegend zu vernichten und den übrigen Teil von Dnipropetrovsk zu befreien. Zweiter Punkt ist die Ausweitung des Brückenkopfs bei Tscherkassy und die Befreiung der Stadt, wenn möglich. So, ein bisschen Kram wurde neu aufgestellt. Eine große Karte, wir haben immer noch 100% Nachschub. Ein paar LKW, die reinkommen. In Runde 5. Bisschen Verstärkung. Alle da drüben irgendwo. Was kriegen die denn alles? Noch so viele Panzer. Okay, die kriegen eine ganze Menge. Muss man mal sehen, ob man irgendwie kommt. Gut, aber die Ziele zumindest sind alle in relativer Nähe. Die Bonusziele eigentlich theoretisch nicht. Oh, relevant. Man soll bis Zug 3 hier unten schon hinkommen können. Okay. Was haben wir denn dann? Die haben hier wahrscheinlich ihre Eisenbahn mit genügend Anschlüssen an allen Seiten und sogar noch LKW. Immerhin auch jede Eisenbahn hier, die man so sieht, ist angeschlossen. Immerhin etwas. Reicht hier alles auch noch ein bisschen rein. Gut, was haben wir hier? Unterschiedliche Hauptquartiere. 52. Armee, die dritte ukrainische Front und die zweite. Okay, der kriegt noch so Infanteristen, das ist nicht so spannend. Er hat nichts und du hast auch nichts drin. Genau, da war auch noch eine Artilleriekarte. Wir haben auch ein bisschen Unterstützungskram. So, hier ist eine Brücke. Wo könnt ihr dann also auf die andere Seite kommen? Nur überlegen, denen eine Kanone zu geben. Ob die sich dann vielleicht da reinschießen. Kann natürlich sein, dass sie die Stadt so gut machen, aber dann ginge das eigentlich recht fix. Na, wie sieht das ansonsten aus hier? Gerade jetzt für die Artilleriekarte. Wo ist hier irgendwas in Position? Da, ihr habt noch ein schweres Geschütz. Das kann doch eigentlich nach vorne. Zu denen zum Beispiel. Dann können wir uns hier vorne alles sehr, sehr freischießen. Und dann können die Panzer da vielleicht nachrücken. Beide ist zwar gerade Elite, aber so dermaßen, also Schwäche. Tja, eigentlich noch stärker, aber es sind jetzt immerhin schon 3 Punkte. Oder ignorieren wir die dann ziehen? Wie sieht es bei dir aus?
Und der hat eine Kanone. Kannst du zufällig hier noch eine Brücke legen? Oder da, dann kann man da auch direkt rüber und da Stress machen. Das noch irgendeine Brücken, also diese alten Flüsse brauchen wir nicht. Die. Da direkt eine Brücke. Den LKW da vielleicht noch leicht verschieben. Dahin, wo dann. Hier ist. Achso, ja, I see, das ist das Problem. Dieser Eisenbahnanschluss ist gar nicht aktiv. Aber wenn man. Da noch, okay, das wird auch nicht dahin reichen. Okay. Muss aber wahrscheinlich trotzdem irgendwann noch rüberlaufen und das absichern. Gut, ihr habt da Geschütze, ihr habt hier auch zur Not ein bisschen was. Okay, das ist, da sind auch schon Brücken. Und da ist ja auch schon was. Das sollte eigentlich soweit passen. Frage. Okay, die haben eigentlich auch Kanonen. Sonst lassen wir so, bleibt einfach Elite. Ein paar von denen sind zwar jetzt doch ziemlich schwach, aber ihr werdet das irgendwie hinkriegen müssen. Wird schon schief gehen. Ach, nehmen wir diese schöne Artillerievorbereitungskarte und dann hauen wir mal drauf. Nach dem Artilleriebeschuss zurück. Schon mal ganz ordentlich aus, aber die hier müssen auch noch schwächen. Zieht auch einfach zurück. Reißt nebenbei die nächste Stufe. Okay, wenn man die nach irgendwie dran käme, das wäre nicht schlecht. Würde ihr da schon eine Menge machen. Du hast hier drüben die beiden. Okay, man könnte vielleicht die Stadt schon leer schießen direkt. Oder halt. Komm, riskieren wir es mal. Zerstört, war ja klar. Dann muss man es jetzt auch wissen. Gut, also ihr könntet noch einmal den treffen. % Rückzug. Musst du da rein und mit angreifen? Okay, dann, ja. Nehmen wir den halt nächstes Mal, hoffe ich. Ach, wenn der da jetzt noch irgendwo reinkäme. Okay, die Angriffsüberquerung hätte 3 gekostet, die hätte man sich jetzt auch eh nicht mehr leisten können. Da muss auch einer stehen bleiben, ehe die da einfach rauslaufen. Ist auf den ersten Blick eh nicht versorgt und dann kriegt man den einfach nächstes Mal. Dann funktioniert das schon. Okay. Du da oben. Ach, warte, dem habe ich. Ach, ich dachte, ich hätte ihm Geschütz gegeben, habe ich aber anscheinend doch nicht. Dann müsste ich da irgendwie langwühlen.
Vielleicht mal den LKW verteidigen. Ja, dann, schon mal auf die andere Seite und macht es euch ein bisschen bequem. Gut, das heißt, das Wichtigste jetzt hier und am liebsten würde ich hier noch an die irgendwie wieder rankommen, aber ich fürchte fast, die sind zu weit weg. Aber je mehr wir von denen jetzt schon noch kaputt machen, desto besser. Jetzt ziehen die sich einfach immer zurück. Ja, dann nur noch 1-1. Über den Fluss, da steht einer, da kommt man dann einfach nicht mehr hinterher. Oder? Ach so, du kommst noch dahin. Triffst den. Du machst leider keinen kaputt. Ja, du kannst ja auch schon mal bis zum Fluss, also die Brücke absichern. Sieht auch ganz ordentlich aus. Ja, die kommen hier häufig aber nicht mehr weg. Und 1-1 muss man hier jetzt nicht zwingend machen. Dann nähert euch hier einfach an. Und macht euch überall weiter bereit. Boah. Sollte doch halbwegs funktionieren. Gut, wir haben noch den Bomber. Echt trifft man. Na gut, minus 2. Ja gut, aber dann hätte man den vielleicht noch angreifen können. So würde ich es dann eher lassen. Das sieht alles irgendwie halbwegs aus. Dann denke ich in den nächsten Zug rein. Naja, unter eigenen Verlusten einen fertig und langsam gerade echt unfreundlich, was die hier alles an Gegenangriffen durchführen. Aber sie haben zumindest dabei auch wirklich eigene Verluste. So, dann kümmern wir uns auch mal eben um die Stadt hier. Ach, man könnte den fertig machen oder... Ja, versuchen. Vielleicht auch eher hier drüben entlang. Okay, dann könntest du auch da rein.
Du machst da ein bisschen den Weg frei. Oder zumindest freier. Na gut, wenn du vielleicht doch noch da irgendwie, dass hier noch einer mit langkommt. So, dann ganze Menge feindlicher Panzer und andere Einheiten. Gehen wir mal eben hier hin. Die haben netterweise die Brücke frei gemacht. Wodurch wir hier jetzt auch ganz einfach über den großen Fluss kommen. Was einem eine Menge Ärger erspart. So, und dann solltet ihr wahrscheinlich lieber erstmal diese ganzen gepanzerten Gegner fertig machen. Das finde ich gut. Könnt sogar auf den zum Beispiel sogar hier die Sättigungsbombe draufschmeißen und hoffen, dass nebenan noch getroffen wird. Weil da wäre auch nicht verkehrt. Oder hier. Vielleicht doch primär auf den, damit man hier über den Fluss kommt. Ja. Immerhin der ist geschwächt. Okay, das hatte ich mir doch etwas besser vorgestellt. Okay, hier haben wir einen mit Angriffen, da auch. Du hast auch auf die Angriffe, das ist wahrscheinlich wertvoller als den da im Wald zu treffen, auch wenn der echt ein bisschen nervt. Oder wir kesseln den erstmal ein. Und dann geht er schon irgendwie auf Dauer drauf und man kann sich jetzt eher hier unten darum kümmern. Na gut, du könntest ihn treffen. Und dann ein bisschen Platz machen und dann lass mal die anderen ran. Auch zurück. So, und dann können wir den platt machen und dann den auch schon und dann läuft das jedoch allmählich. Auch schon auf die andere Seite. Okay, eingekesselt sind die nicht. Mal den Ort einnehmen und hier. Infanterie darf natürlich auch noch irgendwie hinterher. Oh, achso, ja gut, die haben da hinten einen Dreierpunkt gehen, kann man jetzt echt noch nicht viel machen. Ja gut, sonst schwächt ihr einfach. Wird schon, ihr lauft darum. Ihr seid hier durch. Ja, und ihr könnt hier nicht viel machen. Durch den Punkt mal ausbauen, dann kriegen die da drüben zumindest Versorgung. Können aber ja, jetzt nicht viel gegen die Stadt unternehmen. Müssen dann warten, bis die anderen hier alle nachgerückt sind. Aus, kann man hier schon irgendwie einsparen? Na, es wäre noch ungesund und hier wahrscheinlich auch. Weil jetzt, wo man auch hier die Bahn hat, der kann im Prinzip weg. Dann hat man wieder ein paar frei. Naja, der konnte einfach so noch schießen. Hier vielleicht dann auch noch wieder ein bisschen ran. So, du da drüben kannst auch mal ein bisschen mit deinen Leuten.
Ja gut, und für dich ist hier noch nicht so viel zu tun. Außer zu warten. Okay. Gut. Mal ein bisschen festsetzen und du rückst danach und passt auf den Ort auf. Wenn es aber zu sehr nachrückt, hat man eher wieder andere Probleme. Geben wir einen Kessel und vielleicht kann man die Versorgung hier unten dann auch langsam mal abschneiden. Zumindest ganz nett. So, der wird nicht mehr im Weg stehen. Ja, und da können wir auch noch ein bisschen den Weg freiräumen. Natürlich gleich womöglich hier und da heiter für die Logistik werden. So, für die Theorie. Und wenn wir einen neuen Bomber kriegen, können wir den auch. Ne, warte, das ist die Luftversorgung. Dann würde ich lieber den Bomber behalten. LI und 2 und IL2. Gut, und dann müsste man hier eigentlich mal irgendwie den Kartenrand erreichen. Hier unten, okay, da hinten, hinten. Verstärkung des Gegners erscheint da hinten, da kann man jetzt auch nur wenig gegen machen. So, jetzt sind die da drüben hier aber alle eingekesselt. Na, und jetzt ist auch nebenbei der Punkt da deaktiviert, ach ja, weil der hier noch Zugang hatte. Natürlich ist das jetzt noch nicht übermäßig stabil zugebaut. Aber es wird irgendwie so halten müssen. Dahin und dann. Naja, schlagen wir die demnächst alle an. Er hätte jetzt also den eingekesselt, aber ihr müsst auch sehen, hier weiter reinzukommen. Drüben eh nicht die besten, kommen sonst mal mit der Kanone auf den. So, dann hätten wir hier auch nebenbei Eisenbahn, das jetzt hier rüber laufen kann. Kann aber noch gut sein, dass ein Gegner da irgendwie zwischenläuft. Da sind ja leider noch eine Menge auf der Karte. Ist kein Treffer auf den Panzer. Aber komm, dann machen 1-1. So, du musst auch nochmal ein 1-1, dann ist der da bald weg. Den noch einsacken. Meinetwegen auch darüber, dass da noch irgendwer ist. Gut, dann versorgungstechnisch aus. Hier ein bisschen, da ein bisschen.
Wir haben hier LKW. Da einfach mal ein großes. Okay, der reicht nicht ganz da drunter. Noch nicht ganz sicher, ihr derweil hängt da weiter fest. Seid theoretisch in Versorgungsreichweite, aber hattet gerade Pech, dass nichts angekommen ist. Und könnt hier einfach nicht so viel Sinnvolles machen, bis die anderen irgendwie da sind, um euch zu helfen. Aber ihr könnt die Eisenbahn. Na warte, ihr könnt die Eisenbahn erwischen. Ihr könnt doch was Sinnvolles machen. Dann aber nicht mehr in Versorgungsreichweite und nicht mehr in Taku-Reichweite. Ach, wäre uns zur Not eine Luftversorgung, soll die sich darum kümmern? Auch so ein paar nicht drin. Ja, aber ihr könnt euch ja vielleicht die Bahn darum erobern. Und einfach mal zwei hinsetzt und guckt, was passiert. Wäre auch zu schön gewesen, wenn sie den Ort einfach freigelassen hätten. Also ihr haut hier vorne einfach mal auf alles drauf, was sich bewegt. Und schwächt die dann schon mal, sodass ihr die demnächst dann einfach abräumen könnt. Müsst ihr jetzt in dem Ort sein, aber... Denn da muss man jetzt gar keine Eile haben. In ein, zwei Runden ja eh alle weg sind. So, ihr hier unten müsstet jetzt vielleicht doch das da einmal erobern. Die machen den sicher fertig. So, damit wäre das auch gesichert. Aber die werden da hoffnungslos festsitzen und auch nicht mehr rauskommen. Also einfach nur noch einen Moment warten. Ich dachte, du hast eh keinen Spezialisten. Im Zweifel machst du da halt auch deinen 1-1 da nur. Die Eisenbahn auch unterbrochen. Dann haben wir nur noch von da hinten Bahn. Oh, jetzt kommt hier unten was an. Da drüben. Den können wir zumindest mal verhindern, der sonst hier sich aufgestellt hätte. Dann anfangt, ja, und ihr prügelt euch jetzt hier weiter durch. Diese ganzen blöden Panzer, die da einfach erschienen sind. Nichts. Ja, die eigenen Panzer sind noch ein Stück weit weg. Unglücklicherweise, also. Man wollte jetzt erstmal so sehen, wie man die ein bisschen schwächen kann.
leider nicht viele Infanteristen hier wirklich dafür taugen. Weißt du was, du hast sogar mal verschanzt, nur so für den Fall der Fälle. Führt euch dadurch. Jetzt Luftversorgung kriegst, naja, dann könntest du den Panzer da unten vielleicht platt machen. Andererseits würdest du dann auch das Zugangsfeld hier vielleicht wieder aufmachen. Sonst bleibt ruhig einfach so stehen und wir warten. Bis denen da drüben die Versorgung ausgegangen ist. Ja, so. Wir zu den Ort halt da am nächsten Zug. Okay, wer ist jetzt draußen? Da ist einer. Da kannst du unten nachkommen. Bauen einfach da noch einen ran und schauen, was passiert. Wahrscheinlich immer noch nicht reichen, aber was soll's. Ist natürlich nicht so schön, die sind drauf und dran, sich da wieder zu versorgen. Bestärkung kommt an. Wer fast schon fraglich ist, wie sehr man die eigentlich noch braucht. Nur so froh, da haben die sich hier heimlich nochmal versorgt. Ach ja, das war Kuva tatsächlich nochmal drin. Hat sich hier drüben ja dann trotzdem bald alles erledigt. Die sind einfach nochmal auf die Eisenbahn gegangen. Haben sich dann aber auch bald erledigt. Ausdehnung und passt auf. So, dann können die Panzer jetzt mal mit voller Kraft auf die anderen Panzer da schlagen, bevor die zu viel Stress machen können. Die Theorie, okay, den, ach, das ist der, den wir verhindert haben. Der kommt auch nicht mehr. Ja, auch nicht. Der im Rockument auch nicht. Okay, also auf den ersten Blick keine verständliche Verstärkung. So, und ihr seid jetzt bald in Reichweite da runter zu marschieren. Gut, jetzt den Panzer auszuschalten wäre schon nicht. Nicht. Ach, warte. Ah, nee. Wegen den ganzen Nachzüglern kommt da jetzt gerade eh natürlich noch keiner rüber. Dann halt demnächst. Ja gut, kein Treffer. Ich bin überlegen, 1-1. Ne, die sich doch irgendwie demnächst wieder versorgen, vielleicht. Bis hierhin reicht es ja schon, da noch nicht. Mach den schon mal platt, das läuft alles soweit. Das sieht auch ganz akzeptabel aus.
So, hier drüben wird ja jetzt bald fertig sein. Hier, und der steht da direkt an dem Punkt dran. Deswegen muss man ihn mal eben so vernichten. So, dann wäre das schon mal geklärt. Du stehst da, das passt soweit. Lassen wir also nur noch hier rein. Ja, wo natürlich der Fluss hier und auch ein bisschen im Weg steht. So, wenn ihr mal jetzt mal hier entlang rückt, meinetwegen noch ein bisschen schwächt oder so, dann hätten wir für unseren Pionier sogar eine Versorgungslage dadurch. Der auch ein bisschen geschwächt, das passt schon. Das heißt, die sind auch bald weg. Dann geht es vor allem noch darum, hier irgendwie lang zu kommen. Den können wir dann auch noch mal einkesseln. Nicht, dass die Gegner hier noch von irgendwo Versorgung reinkriegen oder sowas. Das will ja keiner. Dann könnt ihr den schon mal mit Scheinangriffen schwächen. Und dann kriegen wir den auch demnächst. Ich dachte, da wären alle Felder besetzt. Na gut, jetzt ist da noch einer gekommen. Doch gut, ihr müsst das dann noch runter belagern. Ist nicht wichtig, aber wenn man es jetzt eh schon fast erobert hat. So, hau den raus, ja, und hier. Und jetzt alles wieder noch einen Moment von der Versorgung her. Und davon, dass die einfach so einen neuen Panzer gekriegt haben. Naja, wenn man gerade in der Gegend ist, kann man es ja noch mitnehmen. So, und jetzt geht langsam da rein. Panzer lassen wir auch überhaupt nicht zum Problem werden und können dann nächstes Mal sogar Inside Cherkasy erreichen. Mal so rein für die Optik noch Versorgung ab und dann noch einmal die Stadt erobern. Ach komm, lassen wir den stehen. Ist eigentlich auch egal.
Also gut, das eine Hauptziel, ein Zug zu spät. Aber ansonsten eigentlich sehr gut gelaufen, würde ich sagen. Sogar die Bonusziele, auch wenn die gar nicht mehr relevant waren. Ja, und dann dürfte das nächstes Mal die finale Mission sein, oder? 3, 6. Ja, 16 Szenarien soll es sein. Das nächstes Mal das Finale. Und dann damit an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann ja, bis zur nächsten Folge. Bis denn.